Einen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen. Geht es schon los? Dann begrüßen Sie mit mir meinen Gast heute Abend, Bischof Stefan Ackermann. So, herzlich willkommen im Weinort Dielheim. Sie kommen ja aus Nickenich in Rheinland-Pfalz, habe ich gelesen. Ich habe gesehen, dass dort keine SPD im Gemeinderat sitzt, aber dass Sie dafür drei Rauten im Wappen haben, immerhin. Zwei Drittel Katholiken im Wahlkreis. Ist da die Welt noch in Ordnung? Ja, da müssten Sie die Kollegin Mechthild Heil fragen. Ist das an? Sie wissen es, glaube ich. Jetzt aber ist es an, oder? Alles klar. Das ist aber wahrscheinlich mehr für die Übertragung, dann im Raum geht es wahrscheinlich sogar ohne Mikro, oder? Ja, nee, ich würde mal sagen, da in diesem Wahlkreis und in meiner Heimat, da ist die Welt so, wie sie überall sonst auch ist, mit allen Licht- und Schattenseiten. Da sind Sie geboren oder aufgewachsen und dann der Weg ins Priesteramt, das ist ja... Das wollen wir noch mal ein bisschen erfahren. Also ich war kürzlich im Priesterseminar in Freiburg. Ja, großes Gebäude, wenige Leute, aber die Berufung hat man da schon zum Teil gespürt. Ja. Wie spürt man das und wann spürt man das? Also ich sage mal, meine Laufbahn ist da sehr klassisch eigentlich noch, wie es sie jetzt ja eher selten gibt. Also ich habe 1981 Abitur gemacht in Andernach und bin dann von dort aus direkt, habe das Studium begonnen und bin ins Priesterseminar eingetreten. Von dem Seminar wusste ich vorher eigentlich nichts. Also erst zum Bewerbungsgespräch habe ich das gesehen in Trier. Für das Bistum Trier ist ja das Seminar und die Theologische Fakultät in Trier. Aber was wichtig war, war die Heimatgemeinde und die Jugendarbeit, die wir da gemacht haben. Also gut, ich war auch Ministrant, aber wir konnten viel machen im Bereich der Jugendarbeit der Gemeinde. Und das, was mich da immer fasziniert hat und auch weiter immer noch fasziniert an katholischer Jugendarbeit oder kirchlicher Jugendarbeit ist, dass sie ja nicht festgelegt ist auf ein bestimmtes Thema. Also ich habe zum Beispiel auch Gitarrenunterricht genommen oder wenn Leute ein Instrument lernen, dann steht das im Vordergrund, die Musik. Oder im Sport, dann ist es der Sport. Aber in so Räumen von kirchlicher Jugendarbeit ist eigentlich das Feld ganz offen. Das kann Musik sein, das kann Kreatives sein, dann kann man sich mit Themen beschäftigen, auch untereinander kritisch auseinandersetzen. Also das Feld ist sehr breit und diese Breite, das hat mich fasziniert. Der Pfarrer hat uns auch Dinge machen lassen. Ich glaube, das war wichtig, also jungen Leuten einen Raum freizugeben, wo er gesagt hat, macht das, gestaltet das und ich brauche euch auch dazu. Gut, also Gottesdienst und Liturgie haben immer auch eine Rolle gespielt und die Faszination für Jesus und seine Botschaft. Das hat mich eigentlich immer auch schon fasziniert. Die Familie ist katholisch, gläubig, aber nicht eng, sondern freilassend. Aber das war schon, sagen wir mal, auch in der Familie ist das in dem Sinne mitgewachsen. Und das hat mich eigentlich dann hingeführt, zu sagen oder irgendwie die Empfindung zu spüren, dass also Priester zu werden, das könnte etwas sein, wirklich, was dein Leben ausfüllt und was auch irgendwie mich ganz in Beschlag nimmt, nicht ich habe einen Beruf und dann mache ich das gut und dann gibt es auch irgendwie das private Leben, sondern was zu suchen und zu finden, was mich wirklich ganz irgendwie auch in Beschlag nimmt. Gut, vielleicht ist bei Politikern ist es ja auch so, in einer gewissen Weise. Und so, das könnte es aber sein, auch für dieses Leben zu leben, sich dafür einzusetzen. So würde ich das mal, das klingt jetzt gar nicht besonders spirituell, aber wenn man versucht, das irgendwie zu verstehen, dann glaube ich, gehört das dazu. Also auf jeden Fall sind auch Menschen wichtig, habe ich rausgehört, ja, die einen prägen. Ich habe immer, also ja, natürlich Menschen, die mich geprägt haben, mit denen ich zu tun hatte in der Jugendarbeit. Da waren vor allen Dingen andere pastorale Mitarbeiter, gab es da damals nicht. Aber da waren Priester wirklich auch wichtig, zu erleben, wie machen die das. Die sind aber auch Menschen, die haben Stärken, die haben Schwächen und das war weniger, dass da jetzt die irgendwie auf einem Podest standen, was wir ja heute immer wieder als Problem haben. Und wo gesagt, ja, ist also das so überhöht, dass keiner wagt, jetzt irgendwie zu kritisieren
und sozusagen, das ist also, der ist Gott schon so nah und sozusagen stilisiert, das war eigentlich damals nicht, würde ich sagen. Auch der Heimatpfarrer war eher ein kranker Mann, auch mit gewissen, sage ich mal, sicher auch aus der Sicht einer bischöflichen Behörde nicht ganz einfach, ich will es mal vorsichtig so sagen, aber der hat uns geprägt und hat uns wirklich auch angesprochen und gesagt, hier, ich gebe euch die Möglichkeiten, das zu machen. Und hat, wie gesagt, Räume und Mittel zur Verfügung gestellt und uns was zugetraut. Das, glaube ich, war was ganz Wichtiges. Wenn ich an Trier denke, da sind Sie ja Bischof, dann fällt mir jetzt ehrlicherweise erst Karl Marx ein. Was halten Sie eigentlich von dem? Das ist natürlich schade. Also es könnte Ihnen der Trierer Dom und der Wein auch einfallen, aber es ist natürlich richtig. Karl Marx ist ja sicher sozusagen der berühmteste Sohn der Stadt Trier. Das ist ja keine Frage. Ich habe was von Ihnen gelesen, nämlich, dass Sie sich für gesagt haben, es dürfte nicht nur kosmetische Veränderungen am internationalen Finanzsystem geben, sondern man müsste eine Neuordnung einleiten. Das klang fast wie Karl Marx. Marxistisch, ja, aber ist ja vielleicht doch ein bisschen weiter gemeint. Also ich würde mal sagen, ohne dass ich jetzt Karl Marx, natürlich die Religionskritik, die gehörte im Theologiestudium schon dazu, das ist ja klar, aber sozusagen seinen ganzen Ansatz jetzt besonders studiert hätte, natürlich jemand, der sehr klug die Dinge analysiert hat, da auch jetzt, sage ich mal, sozialphilosophisch die Dinge sehr gut beobachtet, auf den Punkt formuliert hat, sodass sie ja auch so eine Breitenwirkung hatte. Aber die Schlüsse, die er daraus gezogen hat, die haben natürlich verheerende Wirkungen auch gehabt. Das muss man schon klar sagen. Und für mich ist interessant, wir haben ja vor 3 Jahren in Trier den 200. Geburtstag begangen, bekamen ja auch von der Volksrepublik China eine riesige Karl-Marx-Statue geschenkt. Das hat, wie Sie sich vorstellen können, in der Stadtpolitik für ziemlich Diskussion gesorgt. Darf der jetzt 3 Meter, 5 Meter oder 6 Meter hoch sein? Und was bedeutet das sozusagen, wenn hier chinesische Kulturpolitik nach Trier wandert? Das war nicht ganz spannungsfrei, aber man muss sagen, viele chinesische Gäste, wenn die nach Europa kommen, kommen sie in jedem Fall nach Trier, weil das eben die Geburtsstadt von Karl Marx ist. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, im Zusammenhang dieses Jubiläums, dass es zum Beispiel auf der Ebene des kirchlichen Lebens genau in dieser Zeit mehrere große Gründungen von Ordensgemeinschaften, Brüdergemeinschaften, Schwestergemeinschaften gegeben hat, die bis heute existieren, heute Träger sind von vielen Sozialeinrichtungen, die also auch gespürt haben, das kann hier nicht so bleiben, ja? Mit der Industrialisierung, mit der Entwurzelung von Menschen auf dem Land, mit dem mangelnden Gesundheitswesen. Also da gibt es ganz andere Figuren, eine sogar davon selig gesprochen, das ist sozusagen die kirchliche Laufbahn, die da eingeschlagen worden ist, faktisch als ein Alternativentwurf, würde ich jetzt mal sagen, zu Karl Marx. Natürlich nicht mit dieser breiten Wirkung, das ist klar, weltweit. Aber sehr interessant, dass es ähnliche Ansätze gibt, die dann aber zu anderen Lösungen geführt haben. Ja, vielleicht schicken wir mal eine Jesus-Statue nach China zurück oder so, können wir dafür sammeln. Also jetzt haben Sie gerade gesagt, was dann aus seinen Lehren gemacht wurde, das hätte auch verheerende Wirkungen gemacht. Das sind ja dann immer Menschen, die verheerende Wirkungen auslösen, also etwas aus einer Idee machen. Wollen wir mal zur katholischen Kirche kommen. Schöne, charmante Überleitung. Schöne Überleitung. Ich habe hier stehen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Bei Pater Braun wird dann der Bischof immer gefragt, wo das genau steht. Das lassen wir jetzt heute Abend weg, weil ja auch der Monsignore nicht da wäre, um das nochmal zuzuflüstern. Aber worauf ich jetzt hinaus will, verstehen Sie, wenn Menschen sagen, dieser ganze Prunk, die Gewänder und so weiter, da zelebrieren sich Menschen selbst und das ist nicht, das erleben sie nicht, was das zur Ehre Gottes wäre. Also ich habe mir auch mal diese Rede im Konklave, die so nach und im Nachgang angefertigt worden ist, nochmal verschriftlicht worden ist, von Papst Franziskus angeschaut. Und da hat er ja auch von der mondänen Kirche gesprochen und sie kontrastiert zu der Kirche, die aus sich heraus und zu den Menschen geht. Verstehen Sie diese Kritik? Ja, die verstehe ich. Wobei der Papst, wenn der natürlich von einer Chiesa mondana spricht, dann meint er eine verweltlichte Kirche, also sozusagen eine Kirche, die nach den
Denkmustern der Welt reagiert. Also weniger mondän, wie wir jetzt mondän verstehen, im Sinne von mit einem großen Auftritt, sondern mehr im Sinne verweltlicht. Ich würde zu der Frage nach Prunk der Kirche Folgendes sagen. Also ich kann, es wird sicher viel Kritik geben, die auch berechtigt ist, aber ich würde natürlich unterscheiden und anknüpfen an ein Wort, was die ja wirklich kluge, sensible Dichterin Hilde Domin mal gesagt hat. Wir essen Brot, aber wir leben vom Glanz. Und jemand, der zum Beispiel Kirchenmusik macht, weiß das ja auch. Also wenn man spürt, dass das, was da in Gotteshäusern an Schmuck da ist, wenn man spürt, hier geht es wirklich darum, etwas von dem Glanz des Himmels sichtbar zu machen. Hier geht es um die Verehrung Gottes und auch in einem gottesdienstlichen Geschehen. Zu sagen, wir kommen hier nicht nur in Funktionszusammenhängen zusammen, sondern es geht hier wirklich um eine Feier, die auch etwas von der Schönheit, natürlich der Schöpfung, des Himmels, all dessen, was Gott erschaffen hat, widerspiegeln soll, dann meine ich, versteht man das und dann ist das in sich plausibel. Wenn ich den Eindruck habe, was die da machen, das ist eine Selbstinszenierung. Ja? Und die, die da agieren, die gefallen sich in ihren Gewändern. Und eigentlich ist das sozusagen zu deren Erhöhung gemacht. Dann ist Kritik in jedem Fall angebracht. Und manchmal ist die Grenze ja auch fließend. Ja? Das gibt es natürlich nicht nur im klerikalen Bereich, sondern wenn ich an Trier denke, in unmittelbarer Nähe zum Dom gibt es die Gangolfskirche, die Bürgerkirche. Es gab immer zum Beispiel auch eine Konkurrenz. Bürger, Bürgerinnen, die sagen, wir haben das Geld, wir leisten uns hier eine tolle Kirche. Und die ist auch Ausdruck unseres Selbstbewusstseins. Kann ich natürlich auch sagen, ist das jetzt im Sinne des Evangeliums? Also wir haben ja oft gemischte Motivationen, ja? Indem man irgendwie für den Glanz der Kirche sorgt, fällt immer ein bisschen Glanz auch auf einen selber. Das ist ja sicher auch so. Aber wenn Menschen spüren, hier geht es wirklich um, hier soll sich auch die Welt des Transzendenten, des Geheimnisses öffnen, dann glaube ich, ist das okay und richtig. Aber wie gesagt, wenn man den Eindruck hat, ne, die machen das eigentlich zur Selbstbeweihräucherung, dann wird es schlimm. Ist ja für mich auch erstaunlich teilweise, wie häufig man auf bestimmte Sachen angesprochen wird. Also sagen wir mal diese berühmte Badewanne in dem einen Haus Limburg. Wenn ich das, ja. Also die Menschen scheint da ja was zu beschäftigen. Ja, so. Sonst würde das ja nicht immer wieder herausgegriffen werden, wie so ein Belegpunkt, wo man dann wirklich sagen kann, ja, siehst du, so ist das. Die SPD und die katholische Kirche haben ja im Moment, kann man sagen, beide nicht unbedingt so einen Lauf. Ja, ja, also wir sind jetzt hier in einer Schicksalsgemeinschaft hier oben verbunden. Wir versuchen ja, was daran zu machen, Herr Castellucci, heute Abend. Ja, und einmal ist das ja ein Schicksal von Großorganisationen insgesamt. Ja, also das heißt, da ist gesellschaftlich was unterwegs da draußen. Das habe ich eben versucht anzusprechen. Die Bindungskräfte lassen irgendwie nach. Ja, und insbesondere die Kräfte, die versuchen, die Vielfalt des Landes noch zusammenzubinden, haben es schwer. Ja, sondern es findet eine sehr große Aufteilung statt, wo die Menschen dann sich in Umgebungen, in denen sie sich dann mehr unter sich wohlfühlen können, einnisten, aber gleichzeitig möglicherweise die Vielfalt auch großartig finden oder auch nicht, aber jedenfalls nicht zu jedem Zeitpunkt mit allen zusammen dann zusammen sind. Also das ist so gesellschaftlich dann unterwegs, aber ich würde ja auch für die SPD sagen, wir machen auch manchmal ein paar Sachen, wo ich verstehe, dass die Leute verärgert sind. Ja? Manche liegen länger zurück. Manches würde man erklären können, wenn man die Leute rechtzeitig treffen würde und so weiter. Also es ist schon auch ein Anteil. Wir können nicht nur sagen, da draußen sind komische Trends unterwegs, sondern wir müssen ja auch gucken, was unsere Beiträge dazu sind, dass wir stehen, wo wir stehen. Und das ist jetzt sozusagen die Kurve zu Ihrem Amt, mit dem Sie hier ja auch angekündigt waren, als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Wir haben also gerade gestern oder vorgestern hat die Aufarbeitungskommission in ihrem... Darf ich vielleicht eine unterbrechen, ja, auch klar, wenn ich dann die Überleitung ein bisschen störe. Also weil das ein interessanter Punkt ist, den Sie angesprochen haben. Also wo Leute ja wenigstens empfinden, also aber wir haben ja nachher auch nochmal die Gelegenheit sozusagen in den direkten Austausch auch hier zu treten.
glaube ich, wo Leute ganz empfindlich sind, wo die Menschen empfindlich sind, ist, wenn es sozusagen zu moralisierend und pädagogisierend daherkommt. Und gut, vielleicht haben dann SPD und Kirche an mancher Stelle da was gemeinsam, sondern wir wissen, was für euch gut ist. Und wir stellen das auch entsprechend vor oder mit einer entsprechenden, sagen wir mal, autoritativen Geste, wo man sagt, das ist dran. Und also wie gehen wir damit gut? Das ist, war ja ein Habitus, wenn ich jetzt, ich bleibe jetzt bei der Kirche, wo das ja sozusagen wirklich eingeübt ist, sagen wir wissen erstens mal, was das Ziel des Lebens ist und wir wissen auch genau, wie man da hinkommt und was man dazu zu beachten hat und was führt vom schmalen Weg ab, der breite, das wäre jetzt aber wieder das Evangelium, der ins Verderben führt und der schmale Weg und wir sagen euch, wie das ist und Abweichler, Abweichlerinnen, die werden entsprechend sanktioniert. Also da ist man sehr, in der Freiheitsgesellschaft, in der wir leben, sehr empfindlich gegen solche Dinge. Sondern es kann ja nur heißen, ich mit meiner Überzeugung, dass ich glaube, dass es eine gute, hilfreiche Orientierung ist, das Evangelium und das Bekenntnis des Glaubens für mein Leben. Und das vertrete ich selbstbewusst. Ich verstecke mich damit nicht, sondern das lege ich vor. Wie gesagt, nicht einfach zu sagen, ja gut, jeder soll, wie man das im Rheinland sagt, nach seiner Fasson selig werden, sondern ich bin auch der Überzeugung, das ist gut und sinnvoll, aber nicht in diesem Habitus, das muss für alle gleich gut, im selben Sinne gut sein und muss auch so verfolgt werden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der uns als Institutionen besonders herausfordert. Und wenn dann die Leute den Eindruck haben, die da sprechen, die leben das selber nicht, das berühmte Wasser predigen, Wein trinken, dann wird es besonders hakelig. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich der Anspruch sehr hoch, also das weiß ich nicht, für Politik und Kirche, wenn ich natürlich mir erwarte, dass die Leute, also da darf überhaupt, denen darf kein Schnitzer passieren und die müssen wirklich wahnsinnig vorbildlich sein, die Führungsgestalten sind, dann, das glaube ich, ist in Politik und auch bei Kirche an bestimmten Stellen schon so, dann wird es auch schwieriger, Leute zu finden. Weil man sagt, ja, kann ich diesem Anspruch überhaupt genügen? Das ist ja ein Wahnsinn. Was die Leute erwarten, mit guten Gründen, aber der Anspruch wächst natürlich auch, weil man weniger bereit ist, bestimmte Dinge einfach hinzunehmen, dann, ja gut, das ist eine Amtsperson, da gucken wir mal drüber hinweg. Nein, da sind die Leute, oder ist die Öffentlichkeit, so würde man sagen, dann sehr auch scharf im Urteil. Ja, also wir vielleicht nochmal so. Ja klar, wer moralisch auftritt, der auf den klar, fällt auch schnell was die zurück. Die Fallhöhe ist natürlich so, dann größer. Ich würde gern diese Idee, wie es also sozusagen, wir sagen den Leuten, wo es lang gehen soll, oder wir wollen was für sie machen, das würde ich gerne gleich nochmal aufgreifen. Und jetzt dann nochmal auf diese Frage, also Ihre Funktion eingehen. Und Sie haben jetzt gerade die Aufarbeitungskommission in Ihrem eigenen Bistum konstituiert. Wir sind ja jetzt nicht alle immer so drin in dem ganzen Thema. Was soll so eine Aufarbeitungskommission leisten? Wie arbeitet die? Ja. Also vielleicht, um das ein bisschen einzubetten und zu verstehen, weil ja immer so die Rede auch jetzt ist, ja, das fängt jetzt alles erst an. Also ich bin ja jetzt intensivst mit diesem Thema der sexuellen Gewalt seit 2010 beschäftigt. 2009 wurde ich Bischof in Trier, 2010 wurden die Fälle im Canisius-Kolleg in Berlin öffentlich und ich wurde sozusagen gefragt und benannt von Seiten der Bischofskonferenz für dieses Thema. Aufarbeitung findet seit 2010 in einer doch schon, sagen wir mal, intensiven Weise statt, aber individuell. Betroffene melden sich und sagen, das und das ist mir passiert. Ich zeige das jetzt sozusagen der Kirche an oder auch, wenn es wird ja auch geprüft, wird das wirklich angezeigt im Sinne jetzt der staatlichen Gerichtsbarkeit oder kann man da recherchieren? Also, und ich möchte das sagen, ich möchte auch, dass mir geglaubt wird. Und das ist eine Form individueller Aufarbeitung von eigenen biografischen Erfahrungen und von Seiten der Kirche zu versuchen, dem gerecht zu werden. Da gibt es ja wirklich viele, viele Fälle, viele Personen und Menschen, die kommen, auch mit denen ich gesprochen habe. Und manchmal ja wirklich auch, die kommen 82 und sagen, jetzt kann ich darüber sprechen und irgendwie möchte ich auch ein Stück Versöhnung in meinem Leben. Das gehört dazu, das hat mich immer begleitet, ich habe, wer weiß wie lange, nicht getraut, darüber zu sprechen, nicht mal mit meiner Frau, meine Kinder wissen davon nichts, aber jetzt sage ich es und das gehört irgendwie auch zu meinem Leben, aber ich möchte, dass es zur Kenntnis genommen wird. Geht es da meistens um Fälle, die lange zurückliegen oder kommen auch Leute, die sagen, mir ist jetzt etwas passiert? Also die meisten sind die, die lange zurückliegen. Das ist ja auch für uns, auch alle, die sich beschäftigen mit der Frage, ich glaube, die Diskussion hat schon dazu geführt, dass natürlich die
Bereitschaft, da wo jemand ein schlechtes Gefühl hat, ich nehme was wahr und sage, ist das richtig hier? Auch wenn ich nicht vielleicht selber betroffen bin, aber andere Kolleginnen, Kollegen nehmen Dinge wahr. Also man merkt, die Achtsamkeit hat zugenommen. Aber es gibt natürlich sehr viele, die, und da wäre ja die Gefahr, gilt das, was in früheren Jahren, Jahrzehnten galt, heute auch noch, dass Menschen erst mal Jahre brauchen, bis sie es überhaupt sagen. Dann müssten wir ja davon ausgehen, das, was jetzt geschieht, kriegen wir erst in späteren Jahren mit. Wäre ja auch verheerend für alle. Aber das ist das individuelle Aufarbeitung. Dann haben wir als Bischofskonferenz ja diese große Studienauftrag gegeben, wo man schon gespürt hat, das ist nicht nur eine Frage zwischen einzelnen Tätern und Opfern, sondern was, das gibt es in sozusagen allen, also in gesellschaftlichen Bereichen und Institutionen, was sind aber Spezifika der katholischen Kirche? Besondere Gefahrenpunkte, die, sag ich mal, im evangelischen Bereich nicht so sind, im familiären nicht so, im Sportbereich, sondern was, wo sind unsere, wo wir besonders achtsam sein müssen. Und dann haben ja die Forscher, eben MAG heißt ja Mannheim, Heidelberg, Gießen, aus diesem Konsortium uns ja deutliche Hinweise gegeben. Das haben wir genommen und haben gesagt als Bischöfe, das ist eigentlich der Fahrplan für die nächsten Maßnahmen in den nächsten Jahren. Dazu gehören konkrete Maßnahmen sozusagen in der Aufdeckung von Missbrauch, von Prävention. Dazu gehört der synodale Weg mit den großen Themen, die da behandelt werden. Und es geht jetzt sozusagen in eine weitere Stufe, das ist das, was jetzt eigentlich wirklich erst beginnt, dass man sagt, gut, da sind die Täter und die Betroffenen. Es gibt systemische Dinge, die Wissenschaftler haben das sozusagen zusammengefasst, eher abstrakt. Was heißt das zum Beispiel im Bistum Trier? Was hat denn ein Bischof davon gewusst, von den Vorgängen, oder ein Generalvikar, oder ein Personalchef? Ja, wie sind die damit umgegangen? Das wollen wir wissen und wir wollen auch daraus lernen, was sind denn da für Fehler gemacht worden, damit, also Aufarbeitung ist auch ein Baustein für Prävention, damit es nicht wieder passiert. Das ist aber jetzt der Punkt, um den es geht. Aufarbeitung in allen Bistümern, das ist ja im Erzbistum Freiburg nicht anders als in Trier. Und da gibt es eine gemeinsame Erklärung, abgestimmt mit dem Beauftragten der Bundesregierung, weil wir gesagt haben, als Kirche, wir können und wollen das nicht allein. Wir brauchen die Politik. Wir brauchen Wissenschaftsexperten und Betroffenen als Experten. Und diese Kommissionen, die sind nach einem, sagen wir mal, relativ aufwendigen System, werden die zusammengesetzt, um zu verhindern, dass jeder Bischof sagt, ah, das ist gut, das wäre schön, das wäre schön, das wäre schön. Ich setze mir meine Kommission zusammen und die arbeiten dann. Sondern die Bestückung dieser Kommissionen ist sehr aufwendig. Das dauert eine Zeit lang. Aber das ist bewusst so vereinbart und das beginnt jetzt und dann. Das heißt für mich als Bischof, ich gebe das ab. Es ist eine unabhängige Kommission. Die bekommen den Zugang zu dem Material, was wir haben. Die können auch Menschen anhören, können fragen, die können auch Gutachten in Auftrag geben. Das ist dann deren sozusagen jetzt Möglichkeit, die sie haben, das aufzuarbeiten. Verstehen Sie, wenn Leute sagen, das fehlt aber an Unabhängigkeit, weil Sie als Bischof die ja alle ernennen? Wir haben ja in einer Arbeitsgruppe, wo also die, wie gesagt, die Bundesregierung durch den Beauftragten vertreten war, die Frau Bergmann, ehemalige Ministerin und Beauftragte war drin, es waren Betroffene vertreten und Wissenschaftler, die haben gesagt, ja, wir sind nicht gesetzlich dazu verpflichtet, zum Beispiel als Bistümer das zu tun. Ja? Wir werden ja nicht gezwungen von außen, dies zu tun, sondern das geht nur über den Weg der Selbstverpflichtung. Weil ja das allermeiste auch verjährt ist. Da kommen sozusagen gesetzlich, rechtlich kommen sie da nicht dran. Das geht nur, indem die Bistümer sagen oder die Bischöfe, wir verpflichten uns zu dieser Art von Aufarbeitung. Wenn das aber nur so geht, müssen die Bischöfe klar machen, ich will das auch. Und das ist Chefsache. Ich muss ja auch die Mittel dazu sozusagen bereitstellen. Und insofern hat man diese Kombination, der Bischof ernennt diese Mitglieder der Kommissionen, aber er hat keine Möglichkeit zu sagen, nee, der gefällt mir nicht, den nehme ich nicht, sondern ich muss die ernennen, die mir sozusagen vorgeschlagen werden. Und insofern kann ich natürlich sagen, tja, ist das jetzt eine wirklich totale Unabhängigkeit? Aber die hätte ich nur, wenn ich eine gesetzliche Grundlage hätte, wo die Kirche überhaupt nicht mehr gefragt wird, sondern da marschieren die Leute ein und sagen, wir wollen die Akten sehen, wir sprechen mit Leuten, wir kommen, sozusagen, das wäre wie so ein, sagen wir mal, ein staatsanwaltliches Vorgehen. Das haben wir aber gesetzlich nicht. Um aber sozusagen in der Sache zur Aufklärung zu kommen, schien diese Lösung am sinnvollsten. Ja, und ich meine,
ich nehme das Beispiel meiner Kommission, da ist ein renommierter Historiker zum Beispiel drin, ein ehemaliger Justizminister von Rheinland-Pfalz. Die Leute haben ja auch einen Ruf zu verlieren. Ja, wenn die den Eindruck haben, wir stoßen hier an Grenzen und der Bischof blockiert das, dann werden die das aufhören. Das ist mir völlig klar. Der Professor hat gesagt, wenn ich den Zugang zu dem Material nicht bekomme direkt, brauchen Sie mich nicht zu fragen. Also wenn die so einen Ordner Brüder im Nebel, falls es den im Bistum Trier geben sollte, auch wollten, würden Sie den geben? Ja, klar. Und wenn jetzt da Betroffene kommen und dann ist da dieser Professor, der Renommierte, und der ehemalige Minister. Also es geht ja viel um Augenhöhe. Ja, das ist richtig. Also wir haben diese Schwierigkeiten, weil auch bei der evangelischen Kirche ist der Betroffenenbeirat implodiert, kann man ja praktisch sagen. In Köln war es irgendwie ganz wild, kann man ja sagen. Es ist ja auch zugestanden worden, dass der Umgang nicht ganz korrekt gewesen ist. Wie kriegt man das denn auf Augenhöhe, diese Arbeit in so einem Gremium, wenn dann Betroffene mit ihrer vielleicht belastenden Geschichte, vielleicht eben nicht mit dieser Gremienerfahrung plötzlich mit den Vertretern des Bistums und mit solchen Leuten von Landesregierungen entsandt aufarbeiten sollen? Das ist eine gute und wichtige Frage. Ich habe keine Patentlösung. Die beiden, die, ich habe das jetzt am Samstag, waren wir zum ersten Mal zusammen, habe das erlebt. Gut, jetzt sind die so beide Ordner, sage ich mal, promoviert. Die haben überhaupt wahrscheinlich vom Habitus kein Problem, dem Professor gegenüberzutreten. Aber das kann ja durchaus anders sein. Aber der Betroffenenbeirat im Bistum Trier hat diese beiden Personen benannt, um zu sagen, die scheinen uns dafür geeignet. Und es gab ja ein Gremium, das gesichtet hat, die Bereitschaftsbekundungen. Also wir haben öffentlich aufgerufen, Betroffene, ob sie bereit sind, mitzuwirken im Beirat. Und dann gab es, ist auch so mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung vereinbart, ein Gremium, das Gespräche führt mit den Personen. Und Gespräche auch führt im Sinne von, glauben wir, also wir stellen, sagen wir mal, Fragen, dass jemand sehen kann, was kommt da möglicherweise auf mich zu? Um ein bisschen einzuschätzen, was ist da die Aufgabe, welche Risiken sind damit auch verbunden? Das wäre für mich so ein Instrument, um Menschen zu helfen, sagen ja, die können auch in solches Gremium, ohne dass sie sagen, ich bin jetzt da drin und wie die Fachleute sagen, das triggert mich, das heißt, wenn die schon jetzt anfangen, darüber zu reden, dann kann ich eigentlich nicht mehr mitsprechen, weil ich dann so angegriffen bin, innerlich, dass ich das nicht sozusagen dem Stand halte. Aber das ist natürlich eine delikate Sache für alle Beteiligten, absolut. Christen leben ja in der Hoffnung. Die Kommission ist, glaube ich, auf 6 Jahre befristet erstmal. Welche Hoffnung haben Sie denn, wo stehen Sie da in 6 Jahren, wenn diese Arbeit dann erstmal abgeschlossen sein wird? Ja, dass wir, so habe ich es auch gesagt, dass wir der Wahrheit des Bistums ehrlicher ins Gesicht schauen. Der Wahrheit, das heißt der geschichtlichen Wahrheit der letzten Jahrzehnte. Dass die uns helfen, also vielleicht hätte der Papst Johannes Paul hat ja im Jahr 2000, als es um das große Jubiläum ging, ging es aber ja auch um eine Vorbereitung, die nicht nur sozusagen eine Jubelfeier vorbereitet, sondern auch ehrlich neuralgische Punkte der Kirchengeschichte anschaut. Und da war ja so ein Stichwort Reinigung des Gedächtnisses. Also wir machen uns ehrlicher, wir gucken nicht nur auf die Glanzgeschichte der katholischen Kirche, sondern gucken eben auch auf schwach und dunkle Punkte. Und das wäre für mich so ein Punkt, eine Aufarbeitungskommission, die auf der einen Seite natürlich dem Bistum hilft, da mehr zu sehen, die natürlich auch den Betroffenen hilft, vielleicht, das heißt, das nicht gut zu heißen, aber zu verstehen, wie kam es dazu, warum ist das Ihnen so passiert, wie es passiert ist, so schlimm das dann auch ist, aber ich glaube, manches besser zu durchschauen, hilft sozusagen damit umzugehen. Das wäre meine Hoffnung, also wirklich, dass man sich ehrlicher macht und da werden ja unschöne Sachen sein, und aber das muss auch eine Öffentlichkeit, eine Bistumsöffentlichkeit aushalten. Ich sage das, vielleicht darf ich das persönlich auch noch hier einstreuen. Wenn ich als Bischof in den vergangenen Jahren unterwegs war und gerade in den ganzen Umbruchsprozessen, die wir haben, wo man spürt, wie kirchliches Leben abnimmt, wie Kirchenbindung abnimmt, wie aber gerade diejenigen, die sich engagieren in den Pfarreien, den Eindruck haben, ja, auf immer weniger kommt immer mehr zu, das rinnt uns wie Sand aus den Händen. Und dann kommt der Bischof und dann gibt es ja manchmal so nostalgische Runden, ja, das war damals, vor 20 Jahren, da war hier eine Jugendarbeit und dann der Pastor, der hat auch hier im Pfarrhaus, da war immer Licht im Pfarrhaus und was weiß ich. Ja, also diese Dinge, wo man sagt, dann kommt man in so ein Schwärmen hinein, sagen wir mal, der Jahrzehnte nach dem Konzil,
dann sage ich jetzt manchmal, ja, das waren aber auch die Jahrzehnte, wo die Verbrechen geschehen sind. Das war nicht einfach Glanzzeit. Ja, Leute, die sagen ja, das war aber noch, ja, aber da sind Dinge passiert, die gehören auch in diese Zeit. Und da müssen wir aber ehrlich sein. Ja. Das meine ich mit sich ehrlicher machen. Und da werden ja auch, gerade wenn es um Verantwortliche geht, auch bei Bischöfen, die in einem hohen Ansehen stehen, jetzt kann ich sagen, werden die alle vom Sockel gestoßen. Ich meine, die haben natürlich 1970 unter anderen Vorzeichen Dinge angeschaut und behandelt, als wir heute. Aber zu sagen, ja, das ist eine hochgeachtete Figur, aber mit bestimmten Dingen sind sie, das haben sie, um der Reputation der Kirche willen, vertuscht. Das gehört auch zur ganzen Wahrheit dazu. So, das wäre meine Hoffnung da. Wir werden ja nicht die ganze Wahrheit erfahren, aber dass wir ehrlicher werden im Blick auch auf die jüngste Kirchengeschichte und die Betroffenen für ihre Biografien auch mehr Klarheit bekommen. Ja, vielen Dank. Also als ich Kirchenbeauftragter wurde, da schwappte das Thema an mich heran, dem konnte man ja gar nicht ausweichen. Und ich muss sagen, dass die Ohnmacht, die die Betroffenen einem vermitteln, die sie empfinden, das hat mich ganz kirre gemacht. Das kann ich auch als Sozialdemokrat überhaupt nicht ertragen, wenn ich das Gefühl habe, Menschen haben das Gefühl, gegen Wände zu rennen und immer wieder, und sie haben niemanden, der ihnen beisteht. Und das Zweite ist aber auch, dass ohne die Kirchen sähe das Land ärmer, kälter aus. Und wenn man dann sieht, wie jetzt eine Pressekonferenz nach der anderen läuft und ein Fall nach dem anderen durch die Medien geht und dann ein Gutachten in Auftrag gegeben, zurückgezogen, geschwärzt, Rücktritt angeboten, Rücktritt nicht genehmigt, dass ich auch denke, wo soll das eigentlich enden? Ja, und wenn diese Institution einen solchen Schaden nehmen würde, ist ja irgendwann mal im Land die Frage, was hat denn überhaupt Bestand, woran man auch einen Halt haben kann. Das heißt, es ist für mich auch eine gesellschaftliche Frage, und mit diesen drei Punkten, die Menschen, die betroffen sind, aber durchaus auch, dass die Kirche da einen guten Weg durchfinden kann und dass wir als Gesellschaft da auch gesund bleiben, wünsche ich Ihnen, dass diese Hoffnung aufgeht an dieser Stelle, und würde mal hier einen Cut machen, was dieses Thema angeht, aber vielleicht haben die Menschen, die heute uns besuchen, später im Dialog dann nochmal weitere Nachfragen. Eine Runde würde ich unter uns nochmal jetzt drehen, und zwar haben Sie jetzt ja gerade eben erzählt, dass wir vielleicht beide als Kirche, als Sozialdemokraten die Haltung manchmal haben, so zu wissen, was für die Leute gut ist. Ja? Also die Kirchen mit Recht und bei den Sozialdemokraten weiß ich nicht. Also jedenfalls sind wir ja eigentlich eine emanzipatorische Bewegung, die auf die Menschen selber setzt und sagt, die wissen doch, was für sie richtig und für sie gut ist. Und so sind wir ja auch auf die Idee mit der Demokratie gekommen, haben gesagt, deswegen kriegt ihr alle eine Stimme, damit ihr das auch in den Parlamenten dann durchsetzen könnt. Aber gleichzeitig stimmt das. Wir haben so manchmal so ein bisschen dieses, ja, wir wissen ganz genau, was für euch gut ist, und das schlagen wir euch dann vor und dann gucken wir mal, wie die Wahlen ausgehen. Und ich glaube, das passt manchmal nicht mehr so richtig in die Zeit. Aber ich habe mir mal ein Zitat von Papst Franziskus nochmal rausgesucht, über das ich mich geärgert hatte im ersten Moment. Er hat gesagt, derzeit fehlten Politiker, die fähig sind, sich ernsthaft für ihre Ideale einzusetzen und die weder vor dem Dialog noch vor dem Kampf Angst haben. Ich glaube, dass die große Politik immer mehr zu einer kleinen Politik geschrumpft ist. So, heute würde man modern sagen, eigentlich fordert er Leadership ein. Ja? Also doch jemand, der sagt, ich traue mich, mach mal einen Wurf nach vorne, ich schlage mal was vor, ich setze mich dann dafür ein. Und ich habe mich zuerst geärgert und fand es pauschal und ungerecht. Und dann dachte ich aber, irgendwie hat er ja doch auch ein bisschen recht, mir fehlt ja selber manchmal in der Politik etwas, was wirklich über den Tag hinausweist. Und dann, wenn ich auf die Gesellschaft aber schaue, denke ich, insgesamt fällt es uns schwer, wirklich nach vorne zu gucken und uns vielleicht, also wirklich über den Tag hinaus zu denken, uns wirklich was Besseres vorzustellen als das, was wir heute haben. Bei allem, was wir kritisieren, woran kann denn das liegen, dass uns da möglicherweise die Ideen ausgegangen sind und wir deswegen nicht mehr so idealistisch sind? Also ich würde zunächst mal sagen, wir leben doch ein gutes Leben in einem guten Land. Also wenn jetzt hier wir krasse Ungerechtigkeiten hätten, wir würden in einem diktatorischen Regime leben, ja, oder die Gesellschaft würde wirklich total auseinanderfallen. Also manchmal wird ja auch die Spaltung der Gesellschaft, meine ich, eher uns eingeredet, als dass sie da, natürlich gibt es Unterschiede, es gibt Verlierer. Es sind diejenigen sozusagen auf der unteren Skala, die
sozusagen noch mehr in der Gefahr sind, abzudriften. Oder dass eben Armut oder mangelnde Bildung sich so stark vererbt bei uns. Ja? Mehr als in anderen Ländern, auch Europas. Das sind ja Dinge, die dürfen uns nicht kalt lassen. Aber zunächst mal würde ich sagen, also wenn man auch die Corona-Pandemie anschaut, mit all den Einschränkungen und natürlich den Opfern, die es bedeutet hat, auch menschlich, also Menschen, die gestorben sind, manche, die auch, sag ich mal, vielleicht auch an Einsamkeit gestorben sind, nicht am Virus, sondern an den Folgen. Also das ist ja eine unglaubliche Herausforderung für die Einzelnen und für die Gesellschaft. Aber wenn man guckt, ja, was leben wir denn? Wir leben doch, haben doch, sag ich mal, wirklich ein Leben in einem guten Land. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt Visionen entwickeln? Was kann jetzt hier besser sein? Darf ich Ihnen dazu eine Geschichte erzählen? Okay, ja. Aus meinem ersten Wahlkampf, die passt also wie die Faust aufs Auge, oder jetzt tätlich werden sollen. Also ich bin da mit dem Rad gefahren, also das haben wir letztes am Samstag auch gemacht, durch den Wahlkreis, über die erste Hügelkette, das haben sie jetzt nicht geschafft, weil sie gleich in den Kraichgau eingebogen sind, aber ein bisschen weiter nördlich ist der kleine Odenwald, da geht es dann ein bisschen steiler und da wird der Wahlkreis einspurig. Und dann sieht es aus wie in Nickenich wahrscheinlich, ja, wovon wir es schon hatten, maximal 2.000, 3.000 Einwohner. Und sehr ländlich, also wunderschön und Heuballen, also mehr Vieh auf dem Feld als Menschen teilweise, die man sieht, wenn man dran vorbeifährt. Und dann kam ein Mann auf mich zu und der sagte, das war dann 2009 bei meiner ersten Kandidatur, Herr Castellucci, was wollen Sie eigentlich? Uns geht's doch gut. So, das ist jetzt so das, was Sie jetzt gerade zum Ausdruck bringen. Und jetzt hake ich aber mal nach. Der hat das nicht gesagt und ausgestrahlt. Also ist da vielleicht doch irgendwas los im Land, was doch fehlt? Also wenn wir jetzt, also wir müssen ja für ein besseres Land von morgen arbeiten. Mein Eindruck zum Beispiel ist, den Leuten fehlt es ein Stück weit, vielleicht gerade weil wir so viel erreicht haben, so viel geerbt haben von den vorgegangenen Generationen, wo wir wirklich nur dankbar sein können, dass uns ein bisschen die Orientierung fehlt, wo es denn noch hingehen kann. Und dass das ein bisschen auch das Land lähmt. Also vielleicht ist ja auch die große Herausforderung zu sagen, wie geht das nachhaltig auch auf Zukunft? Jetzt kann man sagen, jetzt uns geht's gut, aber da müsste ja schon, wenn man sieht, auch die ganzen Anstrengungen, die wir ja sozusagen global haben, auch was Klimaschutz angeht, was die soziale Entwicklung angeht, ja, wie können wir Verantwortung übernehmen, dass es den künftigen Generationen nicht schlechter geht? Das ist ja, sagen wir mal, auch der Punkt. Also sozusagen das eine wäre das zu halten. Und das geht ja nur unter veränderten Bedingungen. Das glaube ich, das wissen wir ja. Dass wir sozusagen, wenn wir so weitermachen, so weiterleben, so weiter konsumieren, so weiter Energie verbrauchen, dann für, ja, kann man sagen, für uns reicht das noch. Aber was ist das für eine Haltung? Vor allen Dingen diejenigen, wo man, unsere Kinder, wie ist das mit denen, die kommende Generation? Damit kann man sich nicht zufrieden geben. Also das wäre mal das eine. Das ist für mich eher sozusagen Zukunftsvision zu entwickeln, die aber nicht einfach nur auf der Drohung beruht. Das ist ja auch ein kirchliches Thema, ja, auch sagen wir mal in der Pastoral. Ich kann dann immer sagen, ich sehe was, was ihr nicht seht, Leute, noch ist das doch gut. Dann kann ich drohen, was alles passieren wird, wenn wir uns nicht ändern. Das ist aber keine attraktive Vision nach vorne. Es sei denn, es wird irgendwann so schlimm, also sagen wir mal, nehmen wir mal Corona-Pandemie, wo dann wirklich, jetzt sieht man aber, wie es hier vor der Tür steht und dann ist natürlich die Angst da, dann sehen wir, was Veränderungspotenzial auf einmal möglich ist. Das ist aber ja keine, so wollen wir es ja normalerweise nicht kommen lassen auf solche Punkte, wenn wir gegensteuern können. Das andere ist Zufriedenheit, der Mann sah nicht so aus, sagen Sie. Der sagt, ja, uns geht's doch gut. Und da wäre natürlich schon die Herausforderung, da kann man auch natürlich die Herausforderung an die Kirche nehmen. Jetzt sagen wir natürlich an vielen Stellen, was wir konsumieren, was wir uns leisten können, die Mobilität, all das, was wir kennen, danach bemisst sich Lebensqualität. Jetzt haben ja Leute schon entdeckt, in der Corona-Pandemie, Lebensqualität ist nicht gleichbedeutend mit, ich weiß nicht, wie oft Urlaub weit weg machen und ich weiß nicht, möglichst viele Feste feiern und so weiter und Dinge sozusagen sich leisten können. Aber da wäre für mich die Frage, was und kann da die Politik, aber die muss erstmal eine Wahl gewinnen, die Leute müssen eine Wahl gewinnen, ja. Kirche hat ja da einen längeren Atem, zu sagen, kann man mal darüber nachdenken, wenn wir jetzt sozusagen aus den gröbsten Herausforderungen der Bekämpfung herauskommen, was hat das denn jetzt uns gesagt? Ja, gehen jetzt alle sagen, jetzt muss ich aber das nachholen, was ich in den letzten 14 Monaten nicht hatte,
Oder gibt es eine Form von Nachdenklichkeit, sondern ich habe Dinge entdeckt und ich kehre nicht einfach zu bestimmten Mustern zurück, die ich vorher hatte. Die haben mich nämlich auch nicht glücklicher gemacht, sondern Entschleunigung hat mir eigentlich geholfen. Ich bin zufriedener. Das wäre ja so ein Punkt. Also mal Entschleunigung wäre so ein Punkt. Konsummuster zu verändern wäre ein Punkt, der ja auch für die Zukunft wichtig ist. Vielleicht auch andere Arten des Zusammenlebens, des Miteinander unterwegs sein. Ja, also gelingt das sozusagen, die positiven Erfahrungen, die bei aller Schwierigkeit da waren, die irgendwie weiterzutragen. Ja. Das wäre ja ein Punkt, wo man sagen könnte, dass, ja, aber wie weit lassen wir uns da herausfordern? Das ist schon eine, denn ich habe das immer gesagt, also in der Pandemie, ich will Normalität, möglichst viel Normalität. Ich meine, ja, das verändert uns und was das jetzt alles und die tollen Sachen. Am Anfang wurde das ja so, war das ja so Zweckoptimismus, was jetzt man alles nicht machen muss und wie toll das ist. Wo ich dachte, ja, auch ich finde, aber wenn normal ist, ist aber auch schön. Ja, also so ehrlich dann auch zu sein, also das in eine Balance zu kriegen oder wie man so schön sagt, einen Dialog darüber anzuzetteln. Das wäre natürlich ja, die Herausforderung. Haben wir ja gerade versucht. Also mal schauen, ob es geklappt hat. Ja, okay. Ja, aber es müsste natürlich mehr in die Breite gehen. Ja, das kommt gleich nach der Pause dann auch. Aber davor haben wir noch eine interessante Sache für das Publikum vorbereitet. Das Stichwort Vision ist gerade gefallen. Da hängt uns ja leider dieser Satz von Willy Brandt, von dem könnte er nicht sein, aber von Helmut Schmidt nach, wer Vision Arzt soll zum Arzt gehen. Er hat allerdings auch hinterher gesagt, es sei eine pumpige Antwort auf eine dusselige Frage gewesen, hat es eigentlich bereut, dass er das gesagt hat. Und ich würde dem Papst schon zustimmen, dass wir das wieder lernen müssen, also mal nachspüren müssen, so wie man das bei Ihnen gerade eben auch hat erleben können, wo denn das Bessere noch sein kann. Weil ich glaube, das steckt schon in uns drin und diese Kraft und dieser Mut auch zur Vision, dass der, ja, der, den braucht die Politik. Und manchmal muss es ja auch gar nicht was Neues sein, sondern es kann auch eine Besinnung auf etwas sein, was wichtig ist. Und ja, da würde ich mir offen gestanden aus der Politik von Kirche, die ja an den Menschen so nah dran ist, die auch in der Lage ist, mal richtige Gespräche zu führen, was uns ja ganz häufig nicht mehr gelingt in diesem Land. Das wissen wir von Studien, weil die Familien, dass man sich kaum mehr trifft und wirklich ein Gespräch führt, bis man mal an irgendeinem Punkt kommt, wo auch mal eine Klärung stattfinden kann. Wenn ich die Leute treffe, sagen sie mir ganz viel zu den Themen, die gerade los sind. Aber das ist selten eine Gelegenheit, natürlich auch wegen meines eigenen Stresses und zum nächsten Termin, dass man mal wirklich an den Punkt kommt, wo man mal sagt, ja, was liegt denn da eigentlich dahinter? Ich sage jetzt mal die Sterbehilfedebatte, die wir im Bundestag beraten. Wenn uns 80-90% der Leute sagen, ja, sie hätten gerne Liberalisierung, am liebsten diese Pille im Schrank und ein Recht darauf, dass ihnen jemand dabei hilft, da denke ich jetzt als Christ um Gottes Willen, aber ich muss ja wahrnehmen und ernst nehmen, was die Leute sagen. Und dann frage ich doch, was steckt dahinter an Einsamkeit, das ist gefallen, ja? Die Frage der Beziehungsfähigkeit, an Ängsten, nicht ordentlich versorgt zu sein, an Gedanken, niemanden zur Last fallen zu wollen, was ja ein unmenschlicher Gedanke ist, weil Menschen sind nicht so, dass sie nicht jemanden auch zur Last fallen können, das mal ein paar Jahre zwischendrin vielleicht mal nicht, aber am Anfang fällt man zur Last und am Ende vielleicht auch. Und man denkt, man fällt den anderen nicht zur Last, aber man geht ihn auf den Wecker. Das kann auch passieren. Ja, also da kann ich nur dazu einladen und glaube, dass wir da auch miteinander weiter das Gespräch führen müssen, nachzuspüren, was wirklich die Sehnsüchte und Hoffnungen der Menschen sind, sodass wir da auch nicht, also weder als Kirchen an ihnen vorbei agieren mit neuen Angeboten, mit allem Möglichen, was man denkt, was man anbieten muss, aber auch nicht als Politik ebenso von oben herab zu sagen, für euch machen wir das, sondern eher auch mit den Menschen gemeinsam entwickeln, wo es hingehen soll. Das finde ich ganz wichtig. Und das Stichwort ist Zukunft und das Stichwort ist Nachhaltigkeit. Und jetzt haben wir noch eine Überraschung und das ist ein weiterer Gast. Denn es kann ja auch nicht sein, dass hier nur zwei Männer sich unterhalten. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Gründen. Wir begrüßen aufs Herzlichste die Bundesvorsitzende der katholischen Landjugend Deutschlands, Dani Ordowski. Und sie darf mit uns aufs Publikum. Hallo. Und ich frage einfach mal, wo brennt das Herz? Wozu wollen Sie jetzt oder müssen Sie unbedingt etwas sagen, was jetzt gerade hier gefallen ist? Also ich glaube, es ist erstmal schwierig, jetzt so nur ein paar Sachen aufzugreifen, von denen, die gerade besprochen wurden. Was ich super spannend finde, ist, dass rund um Kirche immer ganz viel im Rahmen gedacht wird. Also ich hatte gerade das Gefühl, dass wenn wir über Aufarbeitung sprechen und über Missbrauch,
es um Kommissionen geht und die wichtig sind, aber wir uns nicht trauen, den Rahmen zu sprengen, ein Stück weit. Und ich frage mich da immer, ob wir damit so weit kommen. Also ob wir nicht an die Strukturen dran müssen. Also die MHG-Studie hat uns ja nochmal ganz deutlich gesagt, dass wir strukturell diese Kirche uns anschauen müssen. Und das hat ja, also wir sehen es ja auch in der Gesellschaft, sind das immer unbedingt die, ja, die Rahmen, die wir gerade haben, die uns in der Gesellschaft und auch in der Kirche voranbringen. Und das ist so eine Grundfrage, die ich auf jeden Fall habe. Und also ich bin auch Teil des Synodalen Weges, also ich darf für den Bund der Deutschen Katholischen Jugend innerhalb des Synodalen Weges junge Menschen vertreten. Und auch da ist für uns natürlich immer die Frage, sind wir als Jugendliche gehört von der Kirche, insbesondere was Themen angeht. Also wenn wir eine Kirche haben, und das gilt garantiert auch für Politik, wenn wir eine Kirche und eine Politik haben, die sehr weit weg ist von der Lebensrealität der Menschen. Also wir haben auch Menschen insgesamt gerade angesprochen, dass sie ins Zentrum rücken müssen, dass Menschen das Zentrum unseres Handelns sein sollten. Dann, glaube ich, müssen wir einiges ändern, also sowohl in der Politik als auch in der Kirche. Und das ist mir ein großes Anliegen. Und das vermisse ich tatsächlich immer noch sehr stark, wenn wir uns die Kirche gerade anschauen. Ja, es ist nicht einfach in dem Laden, ich kenne sowas, aber Sie bleiben trotzdem dabei. Warum eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, momentan ist es eine Mischung aus Wut und Hoffnung. Also ich bin in einem Jugendverband sozialisiert, ich komme aus der katholischen Landjugendbewegung, ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe... 13 Weingüter habe ich vorhin erfahren. Richtig, also wir haben bei uns sehr, sehr viele Weingüter, aber keinen Bäcker und keinen Supermarkt. Man muss Prioritäten setzen. Und tatsächlich habe ich einfach das Glück gehabt, Kirche und Gemeinschaft so zu erfahren, wie Sie es auch ein Stück weit beschrieben haben am Anfang. Ich war auch Messdienerin, ich hatte einen Priester bei mir in der Gemeinde, der uns sehr viele Freiräume gelassen hat. Wir durften viel mitgestalten, wir haben sehr viel Verantwortung bekommen. Und hatte dadurch Kirche auch immer, also ich habe ein sehr vielfältiges Bild von Kirche bekommen und von Gemeinschaft. Und habe mir aber dann, umso länger ich natürlich auch in der Kirche aktiv war und auch in den Jugendverbänden gemerkt, es gibt da Grenzen. Sie haben von ihrer Berufung gesprochen. Ich kenne sehr viele Frauen, die auch eine Berufung haben und natürlich aus Gründen die Argumentation nicht verstehen, dass Frauen dann doch nicht gleichwertig Menschen sind, als dass sie Priester werden könnten, Priesterin werden könnten. Und ich hatte das Glück, in einem Jugendverband aufzuwachsen, der mir immer ganz deutlich gezeigt hat, dass Verantwortung zu übernehmen nichts mit meinem Geschlecht zu tun hat. Und insgesamt hat mir das immer gezeigt, dass ich Kirche mitgestalten kann, aber eben leider nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das macht mit der Zeit natürlich unglaublich wütend. Also zu sehen, dass aus Gründen ich eben nicht Kirche so mitgestalten kann, wie ich es möchte. Und natürlich kommt dann auch also alles rund um den Missbrauch dazu, zu sehen, ich bin in einer Kirche unterwegs, für die ich mich ständig rechtfertigen muss, obwohl ich in meinem Glauben sehr stark in dieser Kirche verankert bin. Und ich glaube, dass viele, wahrscheinlich auch nicht nur junge Menschen, sich gerade dauerhaft in dem Zwiespalt befinden, Nähe zu dieser Kirche zu zeigen und gleichzeitig große Distanz. Und das bringt einen natürlich auch persönlich in große Bredouille. Und daher kommt auch die Wut. Also dass ich nämlich ganz stark der Meinung bin, 10 Jahre, 11 Jahre sind es mittlerweile, sind eine sehr lange Zeit. Und ich kann verstehen, dass Dinge Zeit brauchen, aber Strukturen müssen überarbeitet werden. Im Jugendverband sind wir gewählt in Vorständen. Wir sind rechenschaftspflichtig. Ich muss Rechenschaft ablegen jedes Jahr darüber, was ich in meinem Verband gemacht habe. Und das erwarte ich tatsächlich auch von der Kirche. Ich erwarte, dass Handlungen Konsequenzen haben, und dass diese dann auch wirklich durchgezogen werden. Und es wurde ja gerade schon die Frage gestellt, ist es wirklich unabhängig, wenn Bischöfe Leute in den betroffenen Beirat ernennen? Ich finde es tatsächlich schwierig. Also ich finde insgesamt schwierig, dass Gutachten von Bischöfen also in Auftrag gegeben werden. Und das ist vielleicht nicht immer böser Wille. Also ich möchte da auch nicht immer direkt was unterstellen. Aber
man begibt sich natürlich in einen Raum, wo man für diese Anschuldigung unglaublich anfällig ist. Natürlich fragt sich die Gesellschaft, wie kann es sein, dass Gutachten zurückgehalten werden von den Menschen, die sie beauftragt haben und die auch Inhalt dieser Gutachten sind. Und das kann ich dann verstehen. Und da ist die Wut natürlich unglaublich groß. Aber verrückterweise habe ich auch noch große Hoffnung für diese Kirche, weil ich weiß, dass sehr viele engagierte Menschen in dieser Kirche mitgestalten möchten. Vielen Dank, Frau Odowski. So wie Sie das beschrieben haben, das hat mir jetzt nochmal, also was ich wahrnehme, aber Sie haben es nochmal auf den Punkt gebracht, in einer besonders starken Weise. Und das nehme ich in vielen Begegnungen wahr, ja, dass Menschen, die wirklich in der Kirche groß geworden sind, die Kirche auch sich wirklich darin zu Hause fühlen. Vielleicht man sozusagen den großen Ausdruck benutzen darf, die Kirche lieben, aber in jetzt dauernd den Eindruck haben, ich muss mich dauernd rechtfertigen. Ich weiß das von einer meiner Nichten, die wirklich da, also das, meine Schwester hat 4 Kinder und die zweite Tochter, die ist auch eher, sagen wir mal, kirchlich, auch spirituell unterwegs. Die arbeitet an ihrer Promotion in Biologie und im Labor, wo sie dauernd muss sie sich da, und da der Onkel, der kriegt das auch nicht gebacken, ja, also das irgendwie verbessert, dass man sich nicht dauernd, ich finde das gut, das Evangelium, den Glauben, aber mit dieser Kirche, ich muss mich dauernd schämen, ja, und wie kriege ich das hin, sozusagen die Nähe und aber auch die Abgrenzung, um deutlich zu machen, ich finde das jetzt auch nicht gut, was da läuft, ja, also den Zwiespalt sozusagen deutlich zu machen und damit auch die Emotion, die da drin ist, denn das ist ja, sagen wir mal, für uns Bischöfe dann immer ein Punkt, wo man denkt, jetzt das kommt mit einer solchen emotionalen Wucht, ich muss aber versuchen, sozusagen auch Strategien zu finden, als Bischof zu reagieren, damit umzugehen, auch zu vermitteln. Der Bischof steht ja dann, die einen driften eher ins Konservative ab, die anderen dahin, wie kriege ich das zusammen? Aber das, was Sie beschreiben, hilft mir auch nochmal das Emotionale besser zu verstehen, sagen, ja, ich will das ja, aber es fällt unglaublich schwer, weil man sich damit nicht sehen lassen kann. Ja? Und erst recht sozusagen unter den Bedingungen auch der modernen Gesellschaft. Und vielleicht kurz darauf als Reaktion, also ja nicht nur sich damit nicht sehen lassen, also ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen gerade diese Kirche verlassen, weil sie ihren Glauben retten wollen. Ja. Weil einfach vieles, also wir haben den Glanz gerade angesprochen, den Missbrauch, das sind Dinge, die kann ich mit meinem Glauben einfach nicht vereinbaren. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich mich schon frage, also auch rund um den synodalen Weg, was passiert, wenn dieser Weg scheitert? Was passiert, wenn wir nach 11 Jahren nach dem Missbrauch es noch nicht geschafft haben, wirkliche Aufarbeitung zu leisten. Natürlich freuen wir uns auch in der Jugendarbeit, dass jetzt beim Nationalen Rat Sie den BDKJ gelobt haben für die Präventionsarbeit. Das sind Dinge, die uns natürlich freuen, dass wir auch als Jugendverbände wahrgenommen werden, dass wir gute Präventionsarbeit machen. Aber auch die geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wir auch Aufarbeitung innerhalb der Institution Kirche sehen müssen. Und dann natürlich auch in der Jugendarbeit es unglaublich schwierig ist, gute Arbeit zu leisten und Kindern und Jugendlichen einen Schutzraum zu bieten, wenn wir das Gefühl haben, das momentan leider in vielen Fällen gegen die Institution zu machen, von der wir so gerne ein Teil sind. Eigentlich. Also, jetzt wollen wir noch in die Zukunft schauen, und zwar über die Zukunft reden mit der Zukunft. Deswegen sind die jungen Leute hier immer mit auf dem Podium. Ein gutes Land von morgen. Was ist daran besser, wie das, was wir heute haben? Also ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz, glaube ich, angerissen zu sagen, ich glaube, wir brauchen ein Land, das Menschen ins Zentrum stellt, und zwar ganz unabhängig von finanziellen Interessen, von institutionellen Interessen. Also auch in der Kirche muss der Mensch wichtiger sein, die Betroffenen müssen wichtiger sein als der Schutz der Institution. Und das sehe ich in allen Bereichen. Also auch in der Politik, das Wohlergehen der Menschen muss wichtiger sein als die Interessen der Wirtschaft. Die Schöpfung zu bewahren, auch das haben wir gerade angesprochen, muss wichtiger sein, als irgendwelche wirtschaftlichen Interessen zu erfüllen. Und ich glaube, ein Land der Zukunft erfüllt das. Ein Land der Zukunft schafft es wieder, Menschen zusammenzubringen, authentisch zu sein und das Zusammenleben für wichtiger zu erachten als Interessen der Wirtschaft und Institutionen per se.
Und das war nicht das Schlusswort, aber das Schlusswort des ersten Teils. Und wir entlassen Sie und euch in eine kurze Pause. Und danach hat das Publikum auch das Wort. Vielen Dank erstmal für die erste Runde. Ja, ich würde es fast gerne so stehen lassen, weil man merkt, Sie müssen noch was, Sie kriegen noch mal eine Schlusskurve, können Sie noch mal einen Kommentar machen, aber Sie haben, Sie sind, es ist noch nicht durch sozusagen, ja, sondern Sie müssen auch unter sich noch sprechen in der Kirche über den richtigen Weg. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich, wenn es nicht die Allmacht des Staates ist, die wir nicht wollen, aber was ist die Verantwortung des Staates? Also die Frage, die muss ich mir stellen lassen. Und da bin ich vielleicht ähnlich auf der Suche wie Sie für Ihren Bereich, wie wir der gerecht werden. Weil sonst sind wir in dem Vertrauensverlust als Politik ja genauso drin. Ja? Also wenn die Menschen das Gefühl haben, es passiert was und niemand tut was, dann sind wir ganz nah bei, die Menschen sind nicht im Mittelpunkt, sondern sind andere Interessen im Spiel. Ja? So, und das ist ja ein Gefühl, was Menschen generell haben. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Interessen von anderen, ja, oder von Lobbygruppen oder der Wirtschaft und so weiter. Oder es ist irgendwie international und unsere Leute, die wir da wählen, jetzt im September wieder, haben gar keinen Einfluss. Wozu soll ich da eigentlich hingehen? Also muss ich schon als Vertreter jetzt der Menschen, die mich da entsandt haben, fragen, also wie kann ich jetzt meiner Verantwortung da wirklich gerecht werden? Und das ist auf jeden Fall noch zu schärfen. Ich glaube zum Beispiel, dass solche Fragen wie, wenn ein Gutachten in Auftrag gegeben wird, welche Reichweite soll das eigentlich haben? Betrifft das, kann jeder Bischof selber entscheiden, welchen Vorgänger er ausnimmt? Oder sagt man, das muss auf jeden Fall von 45 bis heute einfach der Zeitraum sein, soweit man da noch Akten hat. Also können wir da nicht doch nochmal sagen, es muss verbindlichere Standards geben, an denen wir dann auch messen können, was in Eigenverantwortung natürlich dann in Eigenregie passiert, aber dass wir den Beurteilungsmaßstab als Politik auch klarer vorgeben. Das würde ich mir von so einer Aufarbeitungskommission erwarten. Und dahin möchte ich die gerne bewegen, dass die so ausgestattet ist, auch mit Ressourcen und auch mit Hauptamtlichkeit, dass sie diese Überprüfung dessen, was innerhalb der Kirchen, aber dann auch in den anderen gesellschaftlichen Bereichen passiert, dass sie das auf jeden Fall auch erfüllen können. Insofern, glaube ich, müssten wir uns im Zweifel in, nicht in 2000 Jahren, aber wiedersehen, um zu schauen, wie wir da vorangekommen sind. Wir haben auf jeden Fall natürlich hier heute nicht alle Fragen klären können. Aber ich hoffe, dass es ein gutes Gespräch war. Ich will, also es ist ja auch nicht ganz leicht einzuladen und dann ist klar, dass es um sexualisierte Gewalt oder Missbrauch, den Begriff sollte man eher vermeiden, weil ein Gebrauch von Menschen oder Kindern gibt es ja auch nicht. Das ist immer dann vielleicht ein bisschen spitzfindig, wenn es um die Sprache geht. Aber so dazu einzuladen, aber ich wollte auch ein klares Zeichen setzen. Wir drücken uns auch um nichts, was schwierig ist. Und es ist ja eben was immer wieder auch an uns herangetragen wird. Und da muss man sich diesen Fragen auch stellen. Und jetzt komme ich aber zur Schlusskurve und die ist trotzdem endlich mit einem Zitat, das mir sehr wichtig ist. Als ich angefangen habe zu kandidieren, habe ich mal überlegt, ja, warum, was treibt dich an oder was, warum machst du das eigentlich alles? Und dann habe ich herausgefunden, dass ich ein Optimist bin. Ja, also sozusagen trotzdem, ja, oder dennoch. Ja, also so wie dieser Stefan Essel erstmal dieses kleine Bändchen geschrieben hat, empört euch, das haben wir jetzt hier gehabt. Aber das kann nicht dabei bleiben, sondern das zweite Bändchen war dann, engagiert euch. Ja? Also tut was. Und das Zitat, was ich dann rausgefunden hatte, was ich mir dann gemerkt habe, dass es mir sehr stark entspricht, das ist allerdings ein bisschen protestantisch formuliert, glaube ich. Es ist unsere Pflicht, optimistisch zu sein. Nur von solch einem Standpunkt aus können wir aktiv sein und tun, was in unseren Möglichkeiten liegt. Das stammt von Karl Popper. Jetzt wollte ich Sie beide noch mal fragen, also bei allem, was uns belastet, drückt, sind Sie Optimisten, bleiben Sie optimistisch, Frau Ordowski? Oder wie viel Zeit geben Sie uns noch? Also ich bin auf jeden Fall optimistisch, einfach weil ich das, glaube ich, brauche. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu pessimistisch rangehen würde, müsste ich, glaube ich, einfach gehen. Habe für mich aber einfach ganz klar beschlossen, dass es für mich noch vieles in dieser Kirche gibt, auf allen Ebenen, für das es sich zu kämpfen lohnt.
Und ich glaube, da sind wir auch zum Beispiel als Jugendverbände nicht allein. Ich glaube, dass es sehr viele, wirklich, wirklich viele Bischöfe gibt, die mutig sein wollen und die auch diese Kirche unbedingt verändern möchten. Und mit denen möchte ich gerne zusammenarbeiten. Also ich möchte diese Kirche voranbringen, ich möchte konstruktiv diese Kirche gestalten und bin da auch optimistisch, dass es funktionieren kann. Hoffe, dass der synodale Weg uns da ein Stück nach vorne bringt natürlich und bin vor allem optimistisch, weil ich glaube, dass wir das vor allem den Menschen schulden, die durch diese Kirche Leid erfahren haben und Leid erfahren. Wir müssen diese Verantwortung mittragen und deswegen muss ich optimistisch da reingehen, weil ich nur dadurch tatsächlich auch die Energie bekomme, Dinge in der Kirche zu verändern. Ich glaube, das müssen wir unbedingt tun. Also vielleicht ist das zu theologisch gesagt, also optimistisch, ich habe jetzt schon vieles erlebt, also mein Optimismus ist gedämpft, sage ich ganz ehrlich, aber ich bin nicht ohne Hoffnung, so würde ich mal sagen. Aber es ist was anderes, Optimismus und Hoffnung. Also ich habe schon Hoffnung auf Veränderung, auf weitere Veränderung, weil ich auch erlebt habe, was es an Veränderung schon gegeben hat in den letzten 10, 11 Jahren, die ich so mal auch in der Verantwortung als Bischof überblicken kann, weil es den Mut der Betroffenen gibt. Also das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Das ist ja nicht nur so auch für mich. Ich bin ja dann für Menschen, Sie haben eben gesagt, ich meine jetzt nicht Sie, sondern sozusagen benutzen sozusagen das ja ein bisschen auch als Projektion, dass Menschen auch, obwohl ich das gegenüber der Institution bin, in einer unglaublichen Offenheit mir gegenüber getreten sind, Dinge gesagt haben, mich haben teilnehmen lassen an dem, was sie auch an Schmerzlichen in ihrem Leben erlebt haben. Und trotzdem kommen sie und sagen, ich sage das auch, weil ich will, dass die Kirche sich verändern kann. Ja, genau. Und das hat mich unglaublich, also es gibt ganz viele Gespräche, die mich schon sehr beeindruckt haben und auch gestärkt haben, obwohl man das sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie kann das einen bestärken. Also das ist für mich ein Punkt, der mich auch hoffnungsvoll stimmt und weil es eben auch eine Leidenschaft gibt, Dinge zu verändern. Und deshalb ist für mich klar, also wenn ich das sehe, was wir, auch wenn das vielleicht in der großen Öffentlichkeit oft nicht so sichtbar ist, aber was es an Schritten schon gegeben hat, auch zum Schutz von wirklich denen, die verletzlich sind und das, was jetzt auch gehört worden ist schon, das gibt mir auch in dem Sinne Hoffnung, auch weiterzugehen, denn Leute fragen mich natürlich, wie lange wollen Sie das eigentlich noch machen? Ja? Ministerinnen haben schon gewechselt, Justizministerinnen, Sozialministerinnen, in der evangelischen Kirche die Beauftragten wechseln. Der Ackermann ist eben wie immer noch mit diesem Thema unterwegs, aber es ist auch eine Verpflichtung gegenüber den Betroffenen gewachsen. Das sage ich auch ganz offen, weil ich spüre, ich habe Dinge versprochen und ich bleibe an Dingen dran und erlebe auch, es lassen sich auch Dinge verändern und das ist sozusagen mein Hoffnungspunkt. Vielen herzlichen Dank. Es melden sich wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele, die es übernehmen wollten, das Amt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist bei Ministerinnen und bei Ministern manchmal anders. Etwas herzlichen Dank Ihnen beiden. Mal einen Applaus. Ich versuche mal noch, also ich kann das nicht so gut, aber theologisch noch mal ganz kurz weiterzumachen, weil wenn ich überlege, warum ich Optimist bin, dann begründe ich, dann glaube ich, hat das schon was auch mit meinem Glauben zu tun. Und dann habe ich noch mal eins weitergedacht, nämlich das ist ja kein Optimismus nach dem Motto, Gott wird es richten, auch, sondern eher, der hat uns gesagt, macht was dafür. Ja? Also das nicht, das wird schon werden, sondern engagiert euch und dass man gemeinsam, Frau Ordowski, viel erreichen kann. Und das ist meine Hoffnung bei allem, was schwierig ist, dass die Menschen sich nicht zurückziehen oder die Hoffnung verlieren und sich in ihre Verbitterung zurückziehen, sondern dass sie immer wieder den Impuls haben, dann auch wieder anzupacken und nach Verbesserungen zu streben. Und ja, vielleicht kann dieser Impuls auch noch mal ein bisschen überschwappen in unsere Gesellschaft hinein. Wir hatten jetzt 83 Millionen Virologen, jetzt hatten wir kurz 83 Millionen Fußballtrainer. Ich bin gespannt, was die nächste Profession ist, die da um sich greift. Und ja, wir brauchen ein paar Leute mehr auf dem Spielfeld. Das haben wir ja auch erst gestern wieder gesehen. Oder andere. So, jetzt, womit schließt man so einen Abend? Ich habe mir eine Frage überlegt, die zwingend ist, die man jetzt stellen muss. Ich verweise darauf, dass Sie auch eingeladen waren zu Getränken und Gebäck. Allerdings fragen wir jetzt den Herrn Bischof, wofür die Kollekte am Ausgang ist.
Und dazu sind Sie herzlich eingeladen, soweit Sie das können, auch einen Beitrag zu leisten. Ich sage Ihnen vielen Dank und jetzt kommt das Schlusswort. Ich habe schon Herrn Castellucci gesagt, ich weiß nicht, ist das jetzt mehr evangelisch oder katholisch, dass es jetzt keine Veranstaltung ohne Kollekte gibt oder so. Aber das war ja die Frage, gibt es irgendeinen Zweck, wo man sagen kann, wenn Sie was dazu geben möchten, und ich darf sozusagen das wünschen, wir haben im Bistum Trier, und das ist vor allen Dingen die Jugend im Bistum Trier, eine jetzt 60-jährige, mehr als 60-jährige Partnerschaft mit dem Land Bolivien, das heißt mit den Menschen in Bolivien. Und gerade die Jugend im Bistum Trier hat Kontakt zu einer und hat mitgegründet eine Stiftung Freundschaft und Solidarität, Chuquisaca. Chuquisaca ist ein Departement in der Nähe von Sucre, der Hauptstadt, also der formellen Hauptstadt von Bolivien. Und diese Stiftung, die unterstützt Bildungsprojekte für junge Leute dort, auch Präventionsmaßnahmen gegen familiäre Gewalt, aber es gibt auch Studentenwohnheime in den großen Städten, die betrieben werden von dieser gemeinsamen Stiftung. Und die werden normalerweise von unserer Kleidersammlung mitfinanziert, die wir machen mit der katholischen Jugend. Und das ist ja im Moment auch ein bisschen schwierig gewesen. Also unsere Partner, die sind natürlich darauf angewiesen, dass wir auch weiter treu sind und das mitfinanzieren, mit da an ihrer Seite stehen. Also wenn Sie dazu was geben wollen zu dieser Stiftung Amistad e Solidaridad Chuquisaca, dann würde es mich freuen. Danke. Dankeschön. Und wenn Sie das tun wollen, dann verdopple ich den Betrag gerne. Und dann haben wir die Welt, wieder ein bisschen besser gemacht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, und Ihnen vielen Dank nochmal, dass Sie den Weg nach Dielheim gefunden haben.